Was sind die größten Vorteile der Zyklonabsauganlage Laguna P-Flux 3? HEPA-Filter mit sehr hoher Filtrationseffizienz, sehr hoher Saugleistung und einem ausgeklügelten Hebesystem zum Festklemmen des Abfallbehälters mit Vakuumfixierung des Abfallbeutels. Hallo, ich bin Honza von IGM und bin hier mit dem versprochenen Video. In diesem Video stellen wir die Laguna P-Flux 3 Zyklonabsaugung vor. Die Marke Laguna ist Marktführer auf dem amerikanischen Markt und wird von IGM für den europäischen Markt vertreten. P-Flux 3 ist die stärkste Zyklonabsauganlage in der IGM Laguna Flux-Reihe. Er zeichnet sich durch seine hohe Saugkraft und maximale Saugeffizienz aus. Er ist für die Absaugung mehrerer Maschinen gleichzeitig vorgesehen und somit eine ideale Lösung für mittelgroße Werkstätten. Die Struktur der Absauganlage besteht aus einer Absaugeinheit, einem Abfallbehälter und einem HEPA-Filter. Das Gesamtgewicht der Maschine beträgt 160 Kilogramm. Die Absauganlage ist mit Schwenkrädern für eine einfache Handhabung in der Werkstatt ausgestattet. Jetzt werden wir uns jeden Teil der Maschine genauer ansehen. Die effiziente Absaugung mit Zyklontechnologie mit zweistufiger Filtrierung garantiert maximale Absaugleistung. Das zweistufige Zyklonabsaugsystem bietet mehr Effizienz als vergleichbare herkömmliche Absaugungen mit Schneckenturbinen. Wie funktioniert das zweistufige System eigentlich? Größere und schwerere Staubpartikel werden abgeschieden und fallen in den Abfallbehälter, bevor der Luftstrom sie zur zweiten Filterstufe trägt. Der Absaugpropeller kommt überhaupt nicht mit dem Sägemehl in Berührung. Dieses System gewährleistet eine konstante Saugleistung und Leistung der Maschine. Durch die Fenster am Kopf der Saugeinheit sieht man, wie größere Teile des Abfallmaterials abgeschieden werden. Der Anschluss hat einen Durchmesser von 200 mm und mit Hilfe eines Reduzierstücks können bis zu drei Maschinen gleichzeitig an die 100 mm Anschlüsse angeschlossen werden. Die Saugleistung beträgt 3831 Kubikmeter je Stunde, maximaler Unterdruck beträgt 2800 kPa. Die Absaugung ist mit einem leistungsstarken 2,2 kW 400 Volt Motor ausgestattet. Das transparente Bedienfeld ist mit LED-Leuchten ausgestattet, um die Verstopfung des Filters und das Füllen des Abfallbehälters anzuzeigen. Die Absauganlage kann auch mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Der Abfallbehälter verfügt über ein ausgeklügeltes Schnellspannsystem zur Handhabung mit einem Handgriff und hat eine Vakuumfunktion zur Fixierung des Abfallbeutels. Das Volumen des Abfallbehälters beträgt 209 Liter. Der Abfallsack im Behälter hat die Maße 960 x 960 mm. Der Behälter hat ein Schauglas zur Kontrolle der Befüllung. Das Entleeren des Abfallbehälters ist sehr einfach. Heben Sie einfach den Griff an, um den Abfallbehälter von der Absaugung zu entfernen. Zur leichteren Handhabung ist der Abfallbehälter mit Schwenkrädern ausgestattet. Der Abfallbehälter ist mit einem Anschlussstück zum Anschluss an den Körper des Zyklons ausgestattet, der einen Unterdruck am Boden des Behälters erzeugt. Dieses Vakuum hält den Abfallbeutel im Behälter, um einen Einsaugen zu verhindern. Andere Zyklone können sich eines solchen Systems nicht rühmen. Wenn Sie sich entscheiden, den P-Flux ohne Abfallbeutel zu verwenden, können Sie das System einfach abschalten, indem Sie die Vakuumleitung verblenden. Durch Drücken des Griffs nach unten hebt das System den Behälter vom Boden und drückt ihn gegen den Zyklon. Dadurch werden die Räder des Behälters in die Luft gehoben und der Zyklon bewegt sich leicht durch die Werkstatt. Schauen wir uns nun den HEPA-Filter an. Die Klapptür, die den Filter abdeckt, hat innen einen Akustikschaum, der Geräusche effektiv reguliert. Der Geräuschpegel der Maschine beträgt 76 Dezibel. Was ist ein HEPA-Filter und wie funktioniert er? HEPA ist ein hocheffizienter 0,4 Mikron Partikelfilter mit einer Filtrationseffizienz von 99,2%. Herkömmliche Mikrofilter filtern nur Partikel bis zu einer Größe von 1 bis 2 Mikrometern. Es ist im Grunde ein großer Filter aus Glasfaser, der viele Male in eine Akkordeonform gefaltet ist. Durch das Falten vergrößert der Filter seine Oberfläche und damit die Effizienz und Leistung der Absaugung. Im Vergleich zu einem klassischen Gewebefilterbeutel hat der HEPA-Filter nicht nur eine deutlich höhere Filtrationseffizienz, sondern auch eine bis zu vierfache Oberfläche für einen höheren Luftdurchsatz.
Die PFLUX 3 ist mit einer Anzeige für die Verstopfung des HEPA-Filters ausgestattet, die durch eine LED-Leuchte auf dem Bedienfeld der Maschine signalisiert wird. Wie geht man eigentlich vor, wenn der HEPA-Filter verstopft ist? Unter dem HEPA-Filter befindet sich ein Abfallbehälter, der leicht entfernt werden kann, um den feinen Staub zu entleeren. Am Abfallbehälter befindet sich eine Düse, die zum Reinigen des HEPA-Filters verwendet wird. Durch das Anschließen des Saugschlauchs an den Stutzen am Abfallbehälter des Mikrofilters wird im HEPA-Filter ein Unterdruck erzeugt, der den größten Teil des Staubs aus den Filterkammern entfernt und sich dann im Hauptabfallbehälter absetzt. Ihr könnt die Filterreinigung noch effizienter gestalten, indem ihr den Filter von außen mit Druckluft reinigt. Für eine maximale Reinigung ist es möglich, den Filter von Zeit zu Zeit zu demontieren und mit kaltem Wasser zu spülen. Das Paket enthält eine Fernbedienung, zwei Abfallbeutel für den Abfallbehälter und einen HEPA-Filter. Die Maschine wird teilzerlegt in einer Transportkiste auf einer Palette geliefert. Gewicht inklusive Verpackung beträgt 190 Kilogramm. Geschätzte Aufbauzeit ca. 4-5 Stunden. Der Sauger ist wartungsfrei. Regelmäßige Reinigung des HEPA-Filters garantiert immer maximale Saugleistung. Es ist eine gute Idee, den Mechanismus am Abfallbehälter regelmäßig zu schmieren. Als Zubehör könnt ihr Ersatzabfallbeutel und einen HEPA-Filter erwerben. Das am häufigsten gekaufte Zubehör für die Verteilung sind Schläuche, Schellen, Rohre mit Trennwand, eine Bodendüse oder ein Erdungssatz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Anschauen. Hinterlasst Fragen in den Kommentaren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Wir haben derzeit eine neuere Version von PFLUX 3 V2 verfügbar. Die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Version von PFLUX 3 findet ihr im Artikel auf unserer Website. Den Link findet ihr in der Beschreibung unter dem Video oder scannt den QR-Code.